dann lassen Sie mich diese Momente einmal ganz kurz genießen, denn ich muss sagen, ich bin das erste Mal auf einer österreichischen Bühne und dann vor so einem unglaublichen Publikum, das begeistert mich doch schon sehr. Vor allen Dingen, weil mein Vorredner schon sehr, sehr gut über Sie gesprochen hat, dass Sie ein sehr zuhörfreudiges Publikum sind. Und von daher freue ich mich sehr, jetzt die nächste Stunde mit Ihnen verbringen zu dürfen. Was für mich auch ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass sehr viele von Ihnen, oder die meisten, so kurz mein Mikro ein bisschen zur Seite legen, sich heute sehr, sehr gut gekleidet haben. Danke dafür. Ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, Sie haben sich heute Morgen ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht als sonst. Das ist sehr oft die Reaktion, wenn ich irgendwo mit dem Thema auf der Bühne stehe. Und das ist auch eine ganz spannende Sache. Jetzt werden Sie wahrscheinlich von mir nicht diesen Eindruck haben, dass ich heute passend und gut gekleidet bin. Ah, ich sehe das eine. Das ist auch korrekt. Und ich sage Ihnen auch, dass Sie da vollkommen richtig mitliegen. Weil das Versprechen, was Sie hier sehen, das halte ich im Moment nicht ein. Meine lieben Damen und Herren, das, was Sie hier sehen hinter mir, das ist Marketing. Wir nennen das auch Unternehmenskommunikation. Ihnen als Kunde wird ein Versprechen abgegeben und daraus entwickelt sich eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung soll der Repräsentant, der Markenbotschafter, ich, erfüllen. Und das tue ich hier gerade nicht, ganz klar. Denn Sie erwarten von jemandem, der als Experte für Optik Ihnen verkauft wird, dass der ein anderes Arbeitsoutfit trägt als dieses hier. Lassen Sie mich Ihnen allerdings gewähren Sie mir diese Provokation, weil ich die aus einem ganz bestimmten Grund Ihnen mitgebracht habe. Und zwar möchte ich Ihnen heute aufzeigen, wie wichtig Kleidung eigentlich ist. Wie wichtig Ihre Wirkung durch Kleidung, wie stark sie unterstützt werden kann. Wie viel Ihre Kleidung über Sie aussagt. Ja? Heute stand ich hier hinter der Bühne, habe mich umgezogen. Normalerweise komme ich dann von hinten rein. Und ich hatte beim letzten Auftritt die wunderbare Situation, ich versuchte gerade die Tür aufzumachen, dann rannte ein junger Mann auf mich zu und sagte: Sie suchen mich! Ich so, Mann, warum meinen Sie das? Sehr selbstbewusste Ansprache. Ja, ja, Sie sind doch bestimmt von der Werkstatt, oder? Mein Auto sehr liegen geblieben, ich hatte ja vorhin angerufen. Sie sehen, dass in meinem Outfit sagt eine bestimmte Botschaft aus. Nämlich, dass ich aus einem anderen Metier komme. Ihre Kleidung oder Ihre ganze optische Präsenz, also von Head to Toe, von Kopf bis Fuß, ist für Sie ein Selbstmarketing oder insgesamt ein aktives Marketinginstrument. Im Innenverhältnis, also wenn Sie als Mitarbeiter oder als Selbstständiger unterwegs sind, dann vermarkten Sie sich mit Ihrer Erscheinung selber. Wenn Sie als Mitarbeiter draußen mit dem Kunden unterwegs sind, vermarkten Sie das Unternehmen, für das Sie tätig sind. Lassen Sie mich da einen ganz kleinen Exkurs in den Produktbereich machen. Nehmen wir mal ein Kosmetikregal. Ja, die Herren sind ja mittlerweile auch Erfinder für das Thema. Sie greifen nach einem Produkt und gucken sich ganz kurz die Verpackung an. Merken, oh, da war schon jemand dran. Er hat schon ein bisschen rumprobiert. Nee, mag ich nicht. Stelle ich zur Seite. Ich nehme das nächste. Dann stellen Sie fest, da ist ein Druckfehler drauf. Geht ja gar nicht. Wahrscheinlich ist der Inhalt dann auch irgendwie defekt. Stellen Sie beiseite. Das können wir jetzt mehrfach machen, je nachdem, wie oft so eine Verpackung irgendwie unstimmig erscheint. Entweder machen Sie das zehnmal, weil Sie sehr geduldig sind, weil Sie sagen, dieses Produkt will ich auf jeden Fall haben, oder Sie gehen zum Produkt nebenan. Meine Damen, meine Herren, eine unstimmige Verpackung mindert den Wert der Ware, die da drin ist. Und warum erzähle ich Ihnen das? Was haben Produkte mit Ihnen als Personen zu tun? Eine ganze Menge. Nämlich Ihre Verpackung, das ist Ihre Kleidung. Das heißt, Sie signalisieren den Wert Ihrer persönlichen Marke, Ihres Selbst. Sie machen aktives Marketing. Und die Frage ist, wie sollen Sie anderen, die Sie noch nicht kennen oder wieder kennen nach ein paar Jahren, Monaten, beim Netzwerk trifft man sich ja immer wieder, manchmal auch nach längerer Zeit, wie wollen Sie Ihrem Gegenüber im ersten Moment, wir hatten es gerade, der erste Augenblick zählt, denn kommunizieren, wie gut Sie sind, wie spezialisiert Sie sind, wie kompetent Sie sind, wenn Sie nicht wissen, wie Sie diese Partitur spielen. Und ich habe Ihnen heute nicht nur Regeln mitgebracht, sondern vor allem die vermeintlichen Kleinigkeiten, die dazu führen, dass Sie sich als Person in Ihrem Kompetenzbereich abwerten. Aber bevor ich damit starte, gewähren Sie mir einen Moment, dass ich meine Verpackung für Sie wieder herrichte. Ich bin sofort wieder da. Thank you.
Meine Damen, meine Herren, ich möchte Sie bitten, dass Sie sich ab heute als Botschafter Ihrer eigenen Marke verstehen. Denn ich habe Ihnen heute ein Thema mitgebracht, wie Sie Ihre Marke noch mal besser unterstützen können. Und zwar, wie Sie Ihre Kompetenzen, denn das, was eine Marke ausmacht, richtig unterstützen und kommunizieren können. Das ist ein von drei Parts und das ist heute das Thema Optik. Ich sprach vorhin von Marketing, von Selbstmarketing. Marketing hat einen Sinn und Zweck, und zwar Emotionen bei unserem Gegenüber zu wecken. Denn Emotionen führen dazu, dass Kaufentscheidungen getroffen werden. Hinterher wird rational begründet. Oder auch, naja, lassen wir das. Es geht darum, dass Sie bei Ihrem Gegenüber vor allen Dingen positive Emotionen wecken. Denn positive Emotionen führen dazu, dass Ihr Kunde loyal bleibt, dass er bei Ihnen bleibt, dass er überhaupt, und da reden wir mal vom noch Nicht-Kunden, vom Interessenten, vom Lead, dass derjenige Spaß daran hat, mit Ihnen weiterzureden, dass er Sie zum neuen Termin einlädt und dass Sie nicht diese Momente erleben, wie auf einer Veranstaltung wie heute, wir treffen jemanden wieder und der sucht ganz schnell was weiter, weil er sich mit Ihnen nicht weiter unterhalten will oder Sie merken, dieses Gespräch kommt nicht so ganz in Wallung. Und die Optik macht hier eine Menge aus. Nicht alles, denn Sie müssen nach dem ersten Eindruck natürlich auch mit Inhalt glänzen. Um Gottes Willen, da will ich nichts gegen sagen. Aber wir haben hier eine große Chance. Frage, wissen Sie, wie so Beziehungskonten funktionieren? Einmal ganz kurz melden. Wer weiß das? Wer kennt sich damit aus? Oder einer? Dann müssen wir da mal ganz kurz drüber sprechen. Und zwar, die meisten von Ihnen sind zahlenaffin, denke ich mal. Sie kommen aus dem Business, dann wird das so sein. Dann kennen Sie das T-Kontenmodell. Nehmen wir mal an, wir haben 1.000 Euro Miese auf einem kleineren Konto. Lassen wir die Zinseszinsrechnung jetzt bitte einmal raus. Wie viel muss ich investieren, und das ist keine Fangfrage, um auf eine glatte Null zu kommen? Dankeschön, genau. Wie viel muss ich aus dieser Position heraus investieren, um auf plus 1.000 Euro zu kommen? Laut? 2.000, genau, das Doppelte also. Und das Gleiche passiert im Kopf unseres Gegenübers, es entsteht eine Bilanz, ein sogenanntes Beziehungskonto. Und jeder Eindruck, den Sie hinterlassen, jeden Eindruck, den Sie machen, der bildet bei Ihrem Gegenüber ein Häkchen auf Ihrer positiven oder auf Ihrer negativen Seite ab. Jetzt ist es so, wenn wir uns dieses Modell einmal angucken, was muss ich denn machen, um diesen ersten, vielleicht negativen Eindruck wieder wegzumachen? Ich muss einen positiven Eindruck dazu tun. Was passiert dann in dem Moment? Ich habe einfach nur ausgeglichen. Das heißt, ich bin auf der Stufe, ja, ist okay, ist nett, ne? Ist aber austauschbar auch damit. Austauschbar wollen wir nicht. Austauschbar bedeutet, dass andere Geschäfte mit dem Kunden machen und nicht ich. Denn der Kunde macht nur mit jemandem Geschäfte, wo er sagt, oder ich spreche auch, ich verbringe meine kostbare Zeit, denn Zeit kann man nicht mehr kaufen. Nur mit den Menschen, wo ich auch das Gefühl habe, ja, das bringt mir was, menschlich, beruflich, wie auch immer. Das bedeutet, um auf eine Endbilanz zu kommen, die positiv ist, also einen positiven Eindruck zu hinterlassen, muss ich doppelt so viel arbeiten, sprich doppelt so viele gute Eindrücke im Nachhinein bringen. Jetzt ist das die Theorie, die Praxis sieht leider noch anders aus. In der aktuellen Hirnforschungsstudien ist es so, dass ein negativer Eindruck fünfmal so schwer wiegt wie ein positiver. Ja, aber nehmen wir einfach mal dieses Beispiel an, weil das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher und frustriert mich ganz so sehr. Ich habe Ihnen einen Kollegen von mir mitgebracht, einen ehemaligen Kollegen. Ich komme nämlich ursprünglich aus einem ganz anderen Fachbereich. Ich war mal IT-Lerin. Ich habe 9 Jahre in IT gearbeitet, als Computersystemanalystin, und ich war tatsächlich die erste Frau von 50 Mann in meiner Abteilung, die in diesem Unternehmen angefangen hat. War eine echt spannende Zeit. Und das ist einer von den Herren, das ist Paul. Herr Paul war ein wirklich, oder ist immer noch, er lebt noch, ein wirklich toller Mensch, ein sehr, sehr sympathischer, ein sehr empathischer. Das machte ihn zur Anlaufstelle in unserer Abteilung für, sagen wir mal, Kommunikationskonflikte. Ja, wir kennen das, manchmal versteht man sich im Team nicht so ganz. Er war die beschwichtigende Stelle, er war Hilfegeber, Ratgeber, wenn jemand mal nicht weiter wusste, auch privat. Also er war wirklich jemand, mit dem man sehr, sehr gut reden konnte, der gut zuhören konnte.
Jetzt war es aber so, dass man das eher fachbereichsverantwortlicher war, also keine Personalverantwortung besaß. Und wir haben ihm als Kollegen immer wieder gesagt, boah, pass auf, überleg doch mal, wäre das nicht was für dich? Nicht nur rein technisch, rein fachlich zu arbeiten, sondern eben das, was du sowieso schon nebenbei noch mit uns machst, das auch quasi als dein Hauptfokus zu betreiben. Fand er eine gute Idee, hat ihm gefallen. Dann ist er auf seinen Chef zu, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Chef, Sie begegnen Paul auf dem Gang und dann stellt Paul ihm die Frage, du Chef, ich habe gehört, da ist eine Teamleaderstelle frei im Nachbarteam. Wäre das was für mich? Ich hätte da Spaß dran. Was meinst du? Wie würden Sie reagieren? Ich sehe einige schüttelnde Köpfe, Sie sind noch ein bisschen zaghaft. Kein Problem, Sie können gerne mit mir kommunizieren, das finde ich toll bei so einer großen Gruppe vor allen Dingen. Ja, arbeiten Sie mit mir, das wäre schön. Also im ersten Moment, ich meine, Sie kennen Paul natürlich ein bisschen länger. Sie wissen, was der drauf hat. Sie wissen auch, dass der im Hintergrund quasi so ein bisschen auch Ihre Leadership-Funktion, wenn wir es vorhin hatten, auch wahrnimmt. Aber im ersten Moment sagen Sie, nee, warum? Was ein ganz einfacher Grund. Eine Führungskraft hat auch Vorbildfunktion. Ja? Und wenn wir uns Paul hier angucken, naja, unter uns wirklich Vorbildfunktion hat er in dem Moment nicht so, so rein optisch. Ja, was läuft denn bei ihm alles schief? Gucken wir uns das mal an. Also wir haben hier ein Hemd. Sagen wir, es ist ein Nachthemd in seinem Fall. Es ist ein bisschen sehr lang. Sie werden das später noch sehen. Ich habe Ihnen nämlich ein paar Vorher- und Nachher-Fotos mitgebracht. Das ist in dem Bereich immer ganz schön. Also es endet auf Mitte der Oberschenkel. Ja, und wir haben so eklatant lange Längsfalten. Meine Herren, meine Damen, kleiner Tipp, wenn Sie etwas anziehen und Sie stellen fest, Sie haben Längsfalten in der Kleidung, bedeutet das zu viel Stoff auf zu wenig Haut, also zu klein. Also Sie, ne? Die Kleidung ist zu groß. Andersrum, wenn wir Querfalten haben, ja, Sie wissen, worauf ich hinaus will, ja, heißt das zu wenig Stoff auf zu viel Haut. Also so oder so, ja, ist es nicht passend. Von daher achten Sie auf diese Kleinigkeiten, die bringen Sie schon weiter bei der Auswahl der Kleidung. Aber nicht nur hier, sondern wir haben auch so eine schöne Ziehharmonika-Stauchung in der Hose. Ja, die führt dann dazu, dass die Beine noch kürzer werden. Was glauben Sie, wie groß ist Paul? Also so körperlängentechnisch. 1,60, 1,70 höre ich dir, 1,80 habe ich auch gerade schon gehört. Okay, Sie sind sich nicht einig, Jörg, der wirkt ein bisschen gedrungener. Ne? Na, dann kommen dann noch diese dicken Schuhe dazu. Die führen dann auch nochmal zusätzlich zur Verkürzung. Ja, so. Jetzt würde man sagen, okay, kein Problem, dann ziehen wir Paul einfach um. Danke für Ihre Reaktion. Super. Ja, also wenn, das ist ein anderer Herr, das ist jetzt Chris, also wir haben ihn jetzt nicht umgeschwenkt, sondern das ist tatsächlich ein anderer Mann. Nur weil Sie jemanden in einen Anzug und eine Krawatte stecken, heißt das nicht, dass der gleich kompetent aussieht, wie Sie hier sehen. Ja? Was haben wir für, also was ist Ihnen als erstes aufgefallen? Ja? Krawatte beispielsweise auch, ja? Und dann diese leichte Sturmblase hier in der Mitte, ja, also vom Hemd. Das haben wir gerade, wir hatten letzte Woche in Düsseldorf so, Windstärke 9, also da stand man wirklich so ein bisschen gegen den Wind, das wirkt bei ihm auch so ein klein wenig. Ja, und dann diese Wahnsinnskrawatte, die schreit einen sogar auf diesem großen Bild noch so ein bisschen an. Sie lenkt von ihm ab, dann hat er auch so eine leichte Strumpffrisur selber. Und mal ganz ehrlich, das Sakko wirkt ein bisschen groß, ne? Also breite Schultern, aber irgendwie nicht so stimmig. Haben Sie auch entdeckt, dass der hier Hochwasser hat? Cool, ne? Ja. Also Sie sehen, nur der Dresscode an sich macht noch lange nicht kompetent. Eine andere Sache habe ich Ihnen hier mitgebracht. Ja, Sie lachen. Meine Herren, Sie kommen auch noch dran, keine Angst. Immer ausgleichen der Gerechtigkeit. Meine Damen, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist das Thema nackte Haut im Business. Ja? Ich werde so oft gefragt, wie sieht es denn so mit Strümpfen aus, so im Sommer und offenen Schuhen? Bevor wir zu dem Thema kommen, lass uns bitte erstmal über das Thema Einblicke, die man nicht gerne weitergibt, von denen man vielleicht auch gar nicht weiß, dass man sie gewährt, sprechen. Das links ist eine Dame, ich habe vor ein paar Wochen noch eine Messe gehabt, die hat mich angesprochen, wir waren im Gespräch und sie sagte, darf ich sie kurz fotografieren und Ihnen das zeigen? Sie so, ja klar. Und sie war schockiert, sie wusste nicht, dass sie diesen, also sie sehen das Gesicht nicht, also von der alles anonym, kein Problem. Und ne, auf der rechten Seite ist das ein bisschen gestellt und Sie sehen hier, das
Deswegen habe ich das nämlich auch nochmal mitgebracht. Hier haben wir die Querfalten. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also hier ist es wirklich ist ein Spannungsgefühl, weil es zu klein ist. Es ist bei ihr aber nicht so. Die Bluse sitzt, das Problem. Und das kennen wahrscheinlich die meisten Frauen hier im Raum. Die Sachen sind nie so geschnitten, wie die persönliche Anatomie das denn braucht. Ja? Genau. So, und bevor wir jetzt Blusen mit Knöpfen für immer aus unserem Kleiderschrank, unserem Leben verbannen, gibt es da so kleine Helferlein. Die Männer oder auch die Damen, die schon mal einen Teppich verlegt haben und festgeklebt haben, kennen das doppelseitiges Klebeband. Bitte nicht das für die Teppiche verwenden, das kriegen Sie aus der Bluse nie wieder raus. Aber es gibt doppelseitiges Textilklebeband. Das ist ein kleiner, dünner und super. Bitte vom Waschen rausnehmen, weil sonst könnte es auch für immer kleben bleiben. Ja, aber dann könnt ihr sowas vermeiden. Oder der Klassiker, Sie haben eine lange Hose an, ein schönes spitze Schuhe, Sie steigen aus dem Auto und bleiben mit der Hose im Absatz hängen. Schon mal erlebt? Ja, Sie wissen, was ich meine. Genau. So, und dann haben Sie so eine halbe Hose, also so einen halben Umschlag raushängen, kann man damit dann auch wieder festkleben. Also so ein, zwei Tapes in der Tasche. Sie wissen gar nicht, wie viele Herren, die sich einen Knopf zwischendurch geleistet haben, damit er verloren gegangen ist, weil er doch nicht ganz so fest war, wie wir das da dann gepflegt haben. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch die Tiefe von Ausschnitten. Also das eine war so mehr unbeabsichtigt, das ist beabsichtigt. Stellen Sie sich vor, ich meine, Sie sitzen gerade, das ist super. Stellen Sie sich vor, also gerade die Damen unter Ihnen, ein junger Mann steht vor Ihnen, ja, sehr groß gewachsen. Und wenn Sie jetzt so einen Ausschnitt haben wie die Dame da oben, oder so wie ich meine, die stehen ein bisschen höher, von da habe ich mir das heute mal geleistet, ja, kann man so ein bisschen mehr sehen, als Sie denken. Das heißt, wenn Sie so vorm Spiegel stehen und mal gut, kann man nichts sehen, ne, oder nicht zu viel, dann denken Sie bitte immer daran, es gibt Menschen, die sind größer als Sie, oder Sie sitzen auch manchmal, wenn jemand auf Sie zukommt und Ihnen spricht. Ich habe letztes Jahr auf einer Sekretärinnen-Fachtagung über dieses Thema gesprochen und eine Dame mit einem hochroten Kopf kam hinterher zu mir und sagte, danke Frau Mann, danke. Wofür? Ja, wissen Sie, ich habe da so einen Kollegen, der kommt an gewissen Tagen öfter vorbei mit so belanglosen, blöden Kram und belästigt mich. Und jetzt weiß ich endlich, warum. Wieso? Naja, weil ich da tiefe Ausschnitte trage. So. Wenn ihr Damen unter Ihnen sind, die einen Chef verführen wollen, weil sie den toll finden, weil der noch zu haben ist, vergessen alles, was ich gerade gesagt habe. Ja, dann kann man das verwenden, ein kleiner Chef auch mal. Aber also es gibt drei Ebenen von Ausschnitten. Wenn Sie im konservativen Geschäftsbereich unterwegs sind oder mit denen in Kommunikation stehen, dann ist der erlaubte Ausschnitt hier oben, also Schlüsselbein. Dann können Sie sich egal wie bewegen, passiert nichts aus. Sie tragen was Durchsichtiges, aber Entschuldigung, da muss ich da glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Der zweite Bereich ist, das können Sie mal selber fühlen, ist das Brustbein. Das ist so eine kleine Hobel, den Sie zwischen Ansatz, Brustansatz und Schlüsselbein haben. Das ist quasi so, ich sag mal, für den alltäglichen Bedarf. Das, was die Dame da anhat, ist noch ein bisschen tiefer. Das heißt, bückt sie sich kurz nach dem Blatt, das er aufheben will. Haben wir alle Spaß, zumindest die Herren. So, meine Herren, ach nee, Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Nicht nur oben, sondern auch die Rock- und die Kleiderlänge ist wichtig. Meine Damen, machen Sie bitte, bevor Sie ein Kleidungsstück kaufen, sprich in der Umkleidekabine, oder wenn Sie einen Rock oder ein Kleid länger nicht getragen haben, dann bitte zu Hause, bevor Sie das Haus verlassen, einmal einen Sitztest. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist, dass Sie dann in einer Situation waren, wo Sie sich hingesetzt haben, festgestellt haben, oh, wird gerade ein bisschen reingehen. Habe ich einen Schal dabei, kann man drüber legen, super. Ich habe einmal eine Situation erlebt von einer sehr, sehr eloquenten, sehr charmanten Frau, auch noch sehr gut aussehend dazu, die dann in einem, also nicht auf so einem Stuhl, wie sie hier sitzt, wo man nicht so einsinken kann, sondern auf so einer schönen Clubsitzplatz sehen durfte. Ich habe heute die dann so schön tief reinsinken. Ja, die hatte keinen Spaß mit dem Gespräch, vor allem, weil wir dann davon noch ein Glastisch hatten. War eine Katastrophe. Ja, sie hat sich auf den Inhalt des Gesprächs nicht konzentrieren können. Ich habe dann irgendwie noch versucht, das zu retten, aber das war leider nicht möglich, weil sie die ganze Zeit Angst hatte. Hoffentlich sieht man nicht zu viel, hoffentlich reden sie nicht darüber. Klar haben wir es getan, ja, weil natürlich alles dazu geführt hat, dass sie auf diesen Bereich zurückgegangen ist. Und deswegen tun Sie sich bitte den Gefallen. Lassen Sie sich von Ihrem Gegenüber, das Auge doch genauso wie den Herrn, nicht abstempeln als jemand, der nichts kann, weil Sie mit Ihren Reizen kokettieren müssen. Ja? Es gibt Momente, in denen da kann man das tun, da kann man das auch bewusst einsetzen, aber im Berufsleben sollte man da bitte vorsichtig mit sein. So, meine Herren, ich sagte ja, ne? Wir kommen auch zu Ihnen, was das Thema nackte Haut anbetrifft. Also mal so ganz ehrlich, die einzigen nackten Hautpartien in so unserem westlichen Geschäftsbereich sind die Hände, ein bisschen mehr, also Hals und Gesichtsbereich. Das heißt Beine und Füße, und da kommen wir wieder zu der Stromfrage, sollte man bitte bedecken. Meine Herren, ich habe jetzt ein
einen schönen Blick auf ihre besockten Beine. Zwischen einem dunklen Socken und einer schwarzen oder dunklen Hose, so ein weißes, behaartes, käsiges Bein, ja, ist nicht schön. Weder für die Damen, ja, die Ihnen dazu gucken, noch für die Herren. Übrigens, das ist kein Hochwasseralarm hier, sondern es ist ein sitzender Herr. Die Hose ist ein bisschen hochgerutscht, weil sehr schmal geschnitten und so. Ich sehe, und ich, das ist wieder ein Punkt, der mich halt an Ihnen sehr begeistert, dass gerade die erste Reihe, Sie gucken nochmal, es sitzt alles super, keine Sorge, die Lösung dafür sind Kniestrümpfe, ne? Weil es macht einfach einen anderen Eindruck. Es macht definitiv einen anderen Eindruck. Und es sieht ein bisschen kompetenter aus. So, kommen wir nochmal zum Thema Passform. Was haben wir denn hier für ein Problem? So ein bisschen zu groß, gell? Ja. Also das ist ein junger Student. Ich bin Dozentin an einigen Unis. Und hat mich am Freitagnachmittag hat er mich angerufen und sagt, Carmen, ich habe am Montag ein Assessment Center. Ich schicke dir mal ein Bild von meinem Outfit. Was glauben Sie, was ich gesagt habe? Junge, wir müssen einkaufen gehen, habe ich gesagt. Sein einziges Outfit, was er am Schrank hat, das dafür geeignet wäre. Jetzt war er in Karlsruhe, ich in Düsseldorf. Ich hatte Samstag einen Auftrag und er konnte nicht nach Düsseldorf kommen. Was haben wir gemacht? Wir haben ein, du machst ein Foto von dir in der Umkleidekabine, schickst mir das und ich coache dich vom Weitem. Personal Shopping gemacht, das war das schlimmste Termin meines Lebens, aber es hat funktioniert. Was ist aber das Problem? Warum habe ich ihn so nicht gehen lassen? Weil, also abgesehen von der schlimmen Krawatte, die übrigens super zum Hintergrund ist, so angemerkt, wirkt er insgesamt verloren in diesem Sakko. Ja? Die Hände sind halb bedeckt, es wirkt viel zu groß, er wirkt wie so ein bisschen in sich zusammengesackt, ist er gar nicht. Der steht kerzengerade dahinter. Aber die Wirkung ist eine ganz andere. Das größte Problem ist vor allen Dingen das hier. Meine Damen und Herren, psychologisch geht bei Ihrem Gegenüber, wenn Sie so, oder wenn derjenige das bei Ihnen sieht, ein gewisser Satz durch den Kopf, so oder ein bisschen abgewandelt. Wenn die Person noch nicht mal in ihre Kleidung reingewachsen ist, ist sie denn dann den Anforderungen, die ich an diese Person habe, gewachsen? Ist sie in der Lage, das zu tun? Wenn sie jetzt, das ist aber echt weit hergeholt. Schauen Sie mal in den nächsten Tagen mal selber, wie Sie auf Personen reagieren, die Kleidung tragen, die nicht passt. Sprich sowas hier. Sie werden feststellen, Sie gehen erstmal innerlich einen Schritt zurück. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie denn alle in Ihre Sakkos, in Ihre Anzüge reingewachsen? Das ist keine rhetorische Frage, die meine ich jetzt ernst. Ich hoffe, Sie sagen alle ja. Ich möchte Ihnen jetzt, es geht nicht darum, Sie bloßzustellen, und es ist auch nicht für mich, weil ich sehe Sie eh kaum, durch das Licht, das ich hier im Auge habe, sondern ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie das selber ermitteln. Denn wenn Sie im Laden stehen und Sie ziehen einen Anzug an, es kommt eine Dame oder ein Herr aus der Verkaufsabteilung vorbei und sagt Ihnen, ich kann das mit dem gar nicht vormachen, weil sonst macht es Ratsch. Machen Sie mal den, den Sie kennen, also Arme nach vorne strecken. Ne? Was passiert? Das ist ja kein Stretchmaterial. Schulterblätter klappen nicht nach außen, der Stoff muss sich drumherum beamen und natürlich gehen vorne die Ärmel nach. Fahren ja nicht im Termin Auto. Ja, abgesehen davon, bitte keinen Sakko beim Autofahren tragen, aber das wissen Sie wahrscheinlich selber. Stehen Sie doch bitte einmal alle kurz auf, damit ich Ihnen das demonstrieren kann an Ihrem eigenen Sakko. Genau, das am besten kurz nochmal anziehen. Phänomenal, danke schön. Sie sehen mich auf den Monitoren alle, das ist ja. Locker stehen, Hände links, rechts, baumeln lassen, sehr schön, nicht in die Hosentasche stecken. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das hier gleich zeige. Jetzt winkeln Sie mal einen Arm, 90 Grad Winkel vom Körper an. Mal gucken, wenn Mathe aufgepasst hat, 90 Grad Winkel. Also so, wie ich das hier habe, 90 Grad vor dem Körper, genau. So, und jetzt habe ich so einen Showsakko an, was natürlich gerade kontraproduktiv ist. Ich mache das hier mal so ein bisschen. Also optimalerweise endet Ihr Sakko ja, ohne dass Sie ein bisschen rumgeschummelt haben, da, wo das der bewegliche Teil Ihres Handgelenks beginnt. Also es sollte nicht stauchen. Ich zeige Ihnen das mal ganz gut. Ja, wenn das hier passiert, sprich, Sie eine kleine Falte haben, dann haben wir so eine ähnliche Situation wie bei einem jungen Mann hinter mir. Machen Sie das bitte links und rechts, denn jeder von Ihnen hat irgendeine körperliche Verschiebung, ja, von der
Schulter vom Becken kurz was fallen, was auch immer. Mal ist links, mal ist rechts ein bisschen länger. So. Okay, einige haben schon was entdeckt, finde ich super. Jetzt haben Sie die Chance, beziehungsweise sie sagen, muss ich jetzt das Sakko wegschmeißen. Nein, um Gottes Willen. Dafür gibt es Änderungsschneider. Sie dürfen sich übrigens wieder hinsetzen. Vielen Dank für aktives Mitarbeiten. Änderungsschneider können das prima. Gehen Sie zu dem Mann, der Frau Ihres Vertrauens und die kürzen Ihnen den Ärmel entsprechend und dann, wenn alles andere passt, dann kann längs und querfall, Sie kennen das von vorhin, dann haben Sie da eine super Geschichte mit. Jetzt habe ich Ihnen versprochen, ich habe Ihnen ein paar Vorher-Nachher-Fotos mitgebracht. Ja? Ich zeige Ihnen nochmal Chris, vielleicht eine kurze Geschichte zu ihm. Also als ich mich vor knapp 9 Jahren selbstständig gemacht habe, habe ich mich als Imageberaterin selbstständig gemacht. Also es ist wirklich um die Wirkung des Menschen, aber mehr so in der Optik geht. Und ich habe meine Ausbildung damals in London gemacht und er ist der Leiter der Schule. Und er hat also in diesem Outfit die Tür geöffnet und quasi die Eröffnung gehalten. Und wir alle erstmal ein bisschen überlegt hatten, okay, sind wir hier richtig? Genau der Effekt, den ich vorhin mit dem Blauen im Endeffekt bei Ihnen erzählen wollte. So, wie sieht Chris im normalen Leben aus? Das zeige ich Ihnen hier. Ein bisschen anders, gell? Also, erstaunlich ist, und er hat in diesen 4 Tagen, wo wir miteinander gearbeitet haben, beziehungsweise wo diese Fotos im Abstand entstanden sind, jetzt nicht wahnsinnig abgenommen. Er ist wirklich so schlank. Ja, und Sie sehen, was so ein bisschen Frisur auch an der Person ändern kann. Ne? Also, gilt auch für die Herren, nicht nur für die Damen. Was Ihnen vielleicht auffällt, ist, dass er hier so ein klein wenig optischerweise Hochwasser hat. Ne? Sehen Sie das? Sieht irgendwie merkwürdig aus. Es fehlt nämlich was. Es fehlt quasi das kleine Stückchen, in dem Fall weißes Hemd, was da rausblitzt. Und damit sollte bitte ein für alle Mal die Frage beantwortet werden von Ihnen. Meine lieben Herren, darf ich ein Kurzarmhemd unterm Sakko tragen? Ja? Nein. Um das nochmal kurz zu betonen. So, also, Sie sehen, der Anzug macht nicht unbedingt kompetent, sondern der gut sitzende Anzug oder insgesamt das gut sitzende Outfit macht kompetent. Jetzt hat Coco Chanel einmal gesagt, Sie müssen, um sich zu differenzieren, etwas anders machen. Beziehungsweise Sie müssen sich differenzieren, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das kann aber echt auch schief gehen. Und ich möchte gerade erstmal mit Ihnen einen kurzen Augentest machen. Von Ihnen aus gesehen, welches innere Quadrat ist denn heller? Das linke oder das rechte? Links, rechts, rechts. Wer sagt links, kurz melden? Okay. Wer sagt rechts, kurz melden? Wer sagt beide? Ah, die sind gut. Super. Also, ja. Sie sind gleich. Aber welches wirkt denn heller? Eindeutig das rechte. Das hat etwas mit dem sogenannten Simultankontrast zu tun. Keine Angst, müssen Sie sich nicht merken. Es geht einfach nur darum, dass die Farbe, die Sie tragen, wenn Sie das Grau quasi ersetzen durch Ihr Gesicht, durch Ihre Gesichtsfarbe, hoffentlich ein wenig gesünder, beeinflusst die Farbe, die Sie tragen, wie Sie wirken. Ich nenne das den Effekt, die Frau im roten Kleid. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, Sie waren auf einer Veranstaltung, hinterher reden Sie mit Ihrem Geschäftspartner oder Lebensgefährten über die eine oder andere Person, lassen Sie nochmal so Gespräche Revue passieren. Und dann bleibt man hängen, weißt du noch, die Frau in dem pinken Kleid oder der Herr mit dieser orange-quietschigen Krawatte. Schon mal erlebt? Stimmt. Na? Was ist nicht hängen geblieben? Das Gesicht. Good News für diejenigen, die nicht so viel im Kleiderschrank haben. Ja, Sie können das nochmal anziehen, weil man hat es nicht mit Ihnen in Verbindung gebracht. Bad News für diejenigen, die sagen, ich möchte wiedererkannt werden, ich möchte registriert werden. Hat man nicht. Das kann dann noch ein bisschen weitergeführt werden, wenn Sie nämlich im Unternehmen nicht für Ihre Leistung bekannt sind, sondern für der Dressman. Ja, ich hatte das in einem sehr, sehr konservativen Unternehmen im Ruhrgebiet in Deutschland und der Direktor hatte mich angerufen und sagte, also ich habe da einen Mitarbeiter, der ist top und ich sehe den, der ist jetzt Anfang 30, ich sehe den in 10, 20 Jahren in einer sehr hohen Führungsposition, aber so wie der rumläuft, das geht gar nicht. Ich dachte so, was kommt denn jetzt? Ich habe ja schon alles mögliche erlebt. 7 Jahre mit IT-Lern, sieht man eine Menge. Ne?
Es gibt wenig Klischees, die nicht wirklich bewahrheitet werden, leider. Nee. Und er hatte mir dann am Telefon kurz beschrieben, also sein Spitzname ist Totengräber. Ach du Schande, erwartet mich denn, da läuft er besser in der Spitzhacke. Er trug immer einen schwarzen Anzug, immer ein weißes Hemd und meistens eine schwarze oder eine sehr, sehr dunkle Krawatte. So der Eindruck war, ne, das ist so Begräbnis. Jetzt gibt es aber Herren, die tragen das auch und bei denen hat man nicht den Eindruck. Genau aus diesem Grund. Es gibt Menschen, die können gewisse Sachen tragen, während andere sie nicht tragen können. Den Effekt hat jeder schon mal erlebt, wenn er irgendwo in einem Prospekt oder auf einer Werbetafel oder auf einer Schaufensterpuppe ein Outfit gesehen hat und sagt, super, finde ich gut. Angezogen sagt, nee, finde ich nicht gut. Ne? Weil es eben zu Ihnen als Person nicht passt. Heißt, daher kommt auch der Begriff Fashion Victim. Sie müssen nicht jeden Trend mitmachen, nur weil das andere machen. Und manchmal bleibt er eben auch an Ihnen haften. Und zwar nicht im Guten. Ich möchte noch mal einen kurzen Test mit Ihnen machen. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Bilder. Und Sie sagen mal ganz kurz, was Sie gesehen haben. Gelbe Jacke, was noch? Welche Haarfarbe hat die Dame gehabt? Okay, da finden Sie sich ein. Reißverschluss oder Knöpfe? Okay. Lippenstift oder kein? Da haben Sie schon ein bisschen verhalten. Was ist Ihnen aber als allererstes aufgefallen? Warum haben Sie zuerst geguckt? Auf das Gesicht oder auf die Kleidung? Auf die Kleidung, ne? Zweites Bild, Achtung. Wen haben Sie jetzt gesehen? Gleiche Frau. Mhm. Haben Sie jetzt auf die Kleidung? Ja, das ist ein bisschen doof jetzt, ne, nachdem ich gerade schon gefragt habe. Oder auf das Gesicht geachtet? Also nochmal ganz kurz zur Erklärung dieser beiden Bilder. Das sind bitte keine guten Beispiele für gute Passformen. Im Gegenteil. Aber darum geht es hier gerade nicht. Es geht hier gerade um Farbe. Bei dem ersten Bild haben Sie hauptsächlich erst einmal gelb, schwarze Punkte da drauf, die Knöpfe wahrgenommen. Und dann irgendwann mal die Person. Auf dem zweiten Bild nehmen Sie die Dame eher wahr. Und Sie gucken, wenn Sie auf das Bild schauen, eher immer wieder in Ihr Gesicht als auf die Kleidung. Sie konzentrieren sich mehr darauf. Und genau das ist meinem Herrn, von dem ich gerade gesprochen habe, passiert. Man hat ihn persönlich überhaupt völlig ausgeblendet und man hat ihn immer nur als derjenige in dieser komischen Anzugkombination wahrgenommen. Obwohl, der war richtig gut angezogen. Die Sachen haben dem wie angegossen gepasst. Also das war alles perfekt, nur eben, man hat ihn ausgeblendet. Es gibt eine Berufsgruppe da draußen, die dafür bezahlt wird, Kleidung zu präsentieren und selber in den Hintergrund zu treten. Das ist die Modelbranche. Außer jemand modelt hier auch, ja, haben wir alle eine andere Aufgabe. Wir bezahlen Kleidung dafür, dass sie uns präsentiert und nicht umgekehrt. Natürlich können wir auch damit spielen. Ganz wunderbar, ja, wenn wir einfach so ein bisschen Hintergrund treten wollen, unsichtbar werden wollen, nicht erkannt werden wollen, können Sie sowas prima einsetzen. Aber es ist genauso mit Messer und Gabel. Sie müssen einfach nur wissen, wann spiele ich denn die Karten und wie funktioniert das. Ein anderes Thema im Bereich Differenzieren und Anderssein, das Thema Individualisieren. Ja, so ein Dresscode, den können wir so und so interpretieren. Jetzt bin ich aus London zurück, guter Freund von mir, Marketingbranche, ruft mich an und sagt, Carmen, ich habe da so einen Anzug. Meine Kollegen finden alle schrecklich, ich hätte gerne eine Meinung von jemandem, der sich damit auskennt. Das ist ein Kordanzug. Kann man machen. Wir müssen wissen, er ist in einer Agentur, in einer Marketingagentur und er macht Pitches vom Kunden. Das heißt, der Kunde beauftragt mehrere Agenturen und sagt, ich habe ein Produkt, vermarkte mir das, ich möchte erstmal sehen, was für eine Idee ihr habt und dann suche ich mir den richtigen aus. Und er ist derjenige, der die erste Idee präsentiert. Und dann kam der Schocker. Ja, der ist grün. Wie grün? Neongrün. Kordanzug, Neongrün. Ich hab schon vergessen zu fragen, wo er dieses Stück denn gekauft hat, welcher Designer so einen Unfug betreibt. Und er meinte so, pass auf, du glaubst mir das eh nicht, ich lade dich mal zu einer Präsentation ein, wir verkaufen dich als Praktikantin oder so. Gemacht. Gesagt, getan. Ich sitze in dem Raum, so ein kleiner Konferenzraum, mit Blick auf die Tür. Er steht schon drin, ja, ready to present. Und er hat mir nicht gesagt, was für ein Kunde das ist. Und er hat mir auch nicht gesagt, um welches Produkt es ging. War gut so, also war ich vollkommen unvorbereitet auf die Reaktion, die dann passiert. Flügeltüren, es kommen
zwei Personen zusammen rein. Sie kennen das, man ist immer so ein bisschen im Gespräch, lässt ganz kurz den Blick über den Raum schweifen, damit man nicht irgendwo ein Kabel reintappt oder sowas. Und dann widmet man sich wieder seinem Gesprächspartner zu. Und dann merkte ich Folgendes. Das Gespräch stockte. Es war so ein, habe ich das wirklich gerade gesehen? Und der Blick ging zurück auf den Fokus, auf den Mann im neongrünen Korderzug. Dachte ich mir auch so, was passiert denn jetzt? Ich hab im Leben nicht geglaubt, dass das, was da jetzt gerade passiert, wirklich passiert. Die beiden smilen, also die Sonne erstrahlte, es waren zwei Frauen, Sonne erstrahlte im Gesicht, und ich dachte mir so, was passiert denn jetzt? Ich sage ja warum. Der Kunde war ein Sportschuhhersteller und jetzt dürfen Sie dreimal raten, na, einmal reicht schon, welche Farbe der Schuh der aktuellen Kampagne hat. Ah, genau, Neongrün. Was hat sich der Kunde also gedacht? Boah, wie geil ist das denn? Der hat sich extra heute für uns in der Farbe unseres Schuhs diesen Anzug machen lassen. Ich habe ja ein bisschen hinterher gelauscht, ne? Man netzwerkt dann ja auch nochmal so bei Häppchen und spricht nochmal so in Ruhe. Alle waren sich einig, Akkord ist echt nicht der Stoff, aber die Farbe war genial. Was sagt man dazu? Individualisieren kann funktionieren. Und er war natürlich unglaublich stolz am Ende, als alle schon weg waren, sagte, na und, was sagst du dazu? Du, pass auf, habe ich ihn gefragt, wenn jetzt nicht der Sportschuhhersteller, sondern die ThyssenKrupp als Kunde reingekommen wäre, ne, herzkonservativer Konzern, was glaubst du, wie die reagiert hätten? Hast recht. Bedeutet, sie müssen auch zielgruppenspezifisch individualisieren. Ja? In dem Moment war es natürlich Topf auf Deckel, passte perfekt, aber nicht immer. Und ich habe Ihnen hier nochmal ein Foto mitgebracht von der Zukunft Personalmesse. Ja, mein Kollege gerade hatte Kienbaum erwähnt, einer der größten Personaldienstleister. Und das hier ist auch von der Septembermesse in Köln. Sie lachen gerade. Ich denke mal, Sie haben das hier entdeckt. Der junge Mann trägt Anzugabstand. Ja, wer trägt auch diese Turnschuhe? Sowas denkt man im ersten Moment, der hat die Schuhe vergessen oder der muss heute ausnahmsweise mal einen Anzug tragen. Ja? Also wenn, dann machen Sie es richtig. Dann ziehen Sie bitte auch die passenden Schuhe dazu an, weil dann hat man zumindest im ersten Moment das Gefühl, okay, der ist nicht so mal eben, nur so wie ich, kurz hinter die Bühne gesprungen und hat sich umgezogen. Anderes Setup, also jetzt nicht Fachpublikum, sondern private Veranstaltung, eine Abendveranstaltung. Ja, da hat sich der junge Mann modisch, wie er ist, in einen sehr schicken, glänzenden Anzug gekleidet und dazu auch Sneaker gewählt. Aber wie man meinen würde, eine etwas vielleicht schickere Variante. Würden Sie sagen, das ist okay? Wer sagt nein? Ganz kurz Hand hin. Wer sagt ja? Geht schon jetzt langsam hoch. Also, ein Schuh. Und deswegen haben wir Frauen so viele Schuhe. Wir wissen das endlich mal, ja. Ein Schuh kann ein Outfit komplett in seiner Aussage verändern. Wenn ich jetzt hier in Turnschuhen vor Ihnen stehen würde, hätte das den gleichen Effekt, als wenn ich den Blaumann angelassen hätte. Es funktioniert nicht. Das ist hier ein richtiger, echter Stilbruch. Und das Gleiche, da hat meine Mitarbeiterin und ich heute Morgen am Frühstückstisch uns dann auch mal herzlich drüber unterhalten. Es kam ein junger Mann in den Frühstückssaal, der hatte, also man hat ihn zuerst nicht gesehen, weil er stand hinter dem Tisch, der hatte ein Sakko an, ein schönes Hemd und eine tolle Krawatte dazu. Sah richtig gut aus. Ein Einstecktuch noch dabei, und ich dachte, oh, schön. Und dann ging er um diesen Tisch herum, und was trug er dazu? Also das Sakko war so grau, mit einem schönen Muster da drin und dazu eine ockerfarbene Schienung. Funktioniert nicht. Dresscode oben, anders als unten. Wenn Sie also kombinieren, gerade an Sie, meine Herren, lassen Sie bitte die Krawatte weg. Auch mit einer Jeans. Das sind Stilbrüche. Ja, damit zeigen Sie Ihrem Gegenüber, ich will, aber ich kann nicht. Das ist nicht die beste Aussage, um sich dementsprechend kompetent darzustellen. So wie zum Thema Individualisieren. Ja? Alle Individualisierungen haben eine gewisse Grenze. Ich möchte Ihnen noch ein Thema mitbringen, was auch mit Farbe zu tun hat, aber aus einer anderen Perspektive. Aus einer sehr, sehr wichtigen Perspektive. Vielleicht führen Sie manchmal Verhandlungen und die werden zäh und funktionieren nicht. Und Sie haben das Gefühl, warum komme ich an denjenigen nicht ran? Ein Geheimnis von vielen dabei,
möchte ich Ihnen jetzt lüften. Und zwar das Thema Farbpsychologie. Wie wirkt diese junge Frau auf Sie, die hier auf dem Bild steht? Wirkt die temperamentvoll und autoritär? Wäre sie die richtige Wahl aus Ihrer Perspektive für eine Projektleitung? Eine Projektleitung heißt ja auch immer, nach Terminen hinterher gucken, auch den Damen und Herren, die jetzt nicht ganz so fertig werden, so ein bisschen verbal im Hintertreten. Würden Sie das zutrauen? Wer würde ihr das zutrauen? Wer nicht? Okay, ein bisschen mehr, noch warten. Warum ist das so? Es liegt an der Farbe Pink. Ich möchte ganz kurz an einem anderen Bild das nochmal viel plastischer demonstrieren. Was Sie hier sehen, vielleicht kennen Sie Galileo Big Picture, das ist aus der ersten Folge, und zwar ist das ein Foto von einer Gefängniszelle aus der Schweiz, und zwar aus einem Frauengefängnis. Sie sagen, oh, alles klar, nein. Das sind spezielle Zellen, und zwar der Farbton, der dafür angemischt worden ist, den Sie hier sehen, erklärt Ihnen, was der Zweck dieser Zelle ist. Cool Down Pink heißt der. Das heißt, da werden Frauen eingesperrt für eine kurze Zeit, um wieder runterzukommen. Randalieren, haben Ärger intern, keine Ahnung warum, aber die sollen sich wieder beruhigen. So, kommen wir wieder zurück zum Thema Kleidung. In welchen Momenten wäre es also angebracht, etwas Roséfarbenes zu tragen oder etwas Pinkes? Und jetzt bitte nicht als ganzen Anzug. Wir sind ja nicht beim Christopher Street Day in Köln, ne? Da kann man das noch nicht mehr machen. Ja, aber so ein Krawattenmuster. Hemd vielleicht, wenn Sie sich trauen, also passend von der prozentualen Anzahl Ihrer Kleidung. Was da? Was sind so die richtigen Momente im Leben, im Geschäftsleben, wo Sie das einsetzen können? Ja, zum Beispiel, wenn Sie einen cholerischen Kunden vor Sie sitzen haben, wo Sie wissen, ein falsches Wort und der explodiert gleich. Oder der ist schon sauer, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Das passiert. Ja, wir sind Menschen. Dinge passieren, Programme funktionieren nicht, manchmal geht einfach auch ein Auftrag schief und man muss denjenigen beschichtigen, wenn man möchte, um den als Kunden zu behalten. Oder auch im Mitarbeitergespräch, ja, gleiche Situation, alles auch zwischenmenschlich. Da können Sie damit super arbeiten. Bei meinen Studenten sage ich immer, wenn ihr Papas Auto kaputt gefahren habt, zieht euch einen pinken Pulli an. Ja. Das ist ein bisschen plastisch darzustellen. Das können Sie natürlich mit anderen Farben auch machen. Vorhin, als ich bei meinem Vorredner kurz reingeschaut habe, hat er gerade ein Foto gezeigt mit ganz vielen Herren im Anzug mit unterschiedlichen Krawattenfarben. Haben Sie das Bild noch vor Augen? Ein bisschen. Da waren auch so ein paar Herren mit roten Krawatten dabei, so wie ich das heute hier auch sehe. Das ist genau die gegenteilige Aussage wie Pink. Also nicht beruhigend, beschwichtigend, sondern hoppla, hier bin ich. Ja? Die rote Ampel, die roten Straßenschilder, die rote Absperrung, der rote Teppich. Das sind alles Momente, die Ihnen sagen, hier passiert was Besonderes. Oder Achtung, Vorsicht, Halt. Das ist ein Autoritätsmoment. Sie sehen in den ganzen Zeitschriften, die bebildert sind, also sprich, die farblich sind, sehr viele Manager in den Momenten, wo sie nichts ausgefressen haben. Ja, das tragen sie meistens blau, weil blau eine neutrale Businessfarbe ist. Damit können sie nie was falsch machen. Wenn Sie in roter stehen, dann stellen Sie sich immer, also ich bin der Boss und das war auch gut so, ja, ich habe das richtig gemacht. Schwierig wird es dann, wenn Sie mit Ihrem Vorgesetzten beispielsweise bei einem Termin sind, Sie tragen rot, Ihr Vorgesetzte nicht. Probieren Sie das mal aus, wenn beide gebrieft sind. Der Kunde wird sich immer an denjenigen in rot wenden, auch wenn der jünger ist. Das ist ganz spannend, aber das passiert alles unterbewusst. Und was ich Ihnen damit mitgeben will, ist, achten Sie nicht nur auf Ihre Kleidung, sondern, ich weiß nicht, ob wir Selbstständige unter uns haben, wenn Sie anfangen, Ihren Logos zu überarbeiten. Auch hier spielt das eine große Rolle. Ups, mein Mikro hat rutscht. Denn diese Farben sprechen auch einfach im ersten Moment für Sie oder gegen Sie. Kommen wir nochmal zu Paul. Als ich aus London zurückkam, brauchte ich ein paar Arbeitsbeispiele, ein paar Übungsbeispiele. Ich habe ihn angerufen, weil ich noch nicht mehr in der Firma gearbeitet habe. Und ich habe ihn gebeten, darf ich ein Makeover mit dir machen? Und er hat ja gesagt. Und jetzt schauen wir mal, wie er hinterher aussah. Sie sehen, ich habe an der Skalierung des Bildes nichts, das ist sogar ein bisschen kürzer, nichts geändert. Aber er wirkt ein bisschen größer, oder? Klein wenig? Er ist 1,95 übrigens. Und jetzt sehen Sie auch, wenn wir uns nämlich hier mal anschauen, ja, Mitte Oberschenkel, dass es wirklich ein Nachthemd ist.
Wie lange Beine er eigentlich tatsächlich hat, da wir keine Stauchungen, keine zu langen Hemden und passendes Schuhwerk dazu haben. Sie sehen, ne, was Schuhe verändern können. So, warum haben wir ihn jetzt keinen Anzug und eine Krawatte angezogen, wenn er doch in eine Führungsetage will? Weil wir hier in der IT sind. Ja, weil wenn er von dem zu Anzug und Krawatte gewechselt hätte, das wäre ein sehr starker Sprung gewesen und man hätte ihn nicht mehr, sag mal, für voll genommen. Also damit passend. Also passend zum Ambiente, sage ich jetzt mal, passend zum Arbeitsumfeld. Wir haben ihn eigentlich nicht ganz sportlich angezogen, wie manche Kollegen so rumgelaufen sind, sondern schon eine Stoffhose, ja, und einen guten, vom Stoff her, einen guten, schönen Pullover. So, jetzt haben wir bei Ihnen einen dunklen, einen sehr dunklen Pinkton gewählt. Auch wieder farbpsychologisch gearbeitet. Und warum? Weil wir ihn halt auch in seiner Funktion als beschwichtigender Berater in dem Moment zeigen wollen. So, natürlich jeden Tag dann rumlaufen, aber. Und Sie sehen auch hier, Sie sehen oder nehmen ihn als Person wahr, auch in sein Gesicht, weil er jetzt nicht ein Magenta-Telekom-Pink trägt, sondern ein dunkles entsprechend zu ihm als Typ. Also Sie sehen, alle Themen, die ich gerade irgendwie kurz angeschnitten habe, haben wir bei ihm verarbeitet. Passform, Farben, Psychologie und ein bisschen Individualisierung, indem wir, das können Sie jetzt nicht so sehen, aber einfach auch einen sportlicheren Lederschuh genommen haben. Für diejenigen, die sagen, das ein oder andere Thema möchte ich da ganz gerne mal vertiefen, so Dresscodes und was kann ich denn miteinander kombinieren, oder wenn Sie Einladungen schreiben für Ihre Kunden, für Veranstaltungen, oder wenn Sie Ihren Mitarbeiter was Gutes tun wollen. Passt ja manchmal auch. Habe ich Ihnen heute was mitgebracht? Das ist meine neue Variante von optische Themen in ein Werk bringen. Das ist ein Hörbuch. Das heißt, Sie können sich alle Themen von A bis Z im Auto auf dem Weg zum Termin, was ist schon zu spät, aber vorher nochmal zu Gemüte führen. Sie finden es gleich da und können dann nochmal schauen, ob das für Sie das Richtige ist. Das, was ich Ihnen bisher erzählt habe, sagt er am Anfang, seien Sie Ihr eigener Markenbotschafter, ist für Sie, um sich selber richtig zu präsentieren, Ihre Kompetenzen aufzuzeigen, um als kompetent und seriös wahrgenommen zu werden. Doch, es gibt auch Situationen, für alle von Ihnen unterwegs in diesen Situationen, wo Sie nicht im Innenverhältnis, sondern mit dem Kunden, mit Auftraggebern, mit Lieferanten zu tun haben und, so wie heute auch, einen externen Eindruck hinterlassen. Und dann ist die vielfache Frage von früher meinen Kunden gewesen, als ich noch reine Imageberatung gemacht habe, was mache ich denn dann mit meinem Outfit? Klassischer Vertriebler. 5, 6 Kunden an einem Tag, ja, vom Gummistiefelträger bis hin zum Lackschuh, alles dabei, muss ich mich dann für jeden Kunden umziehen, weil ich will ja auf Augenhöhe kommunizieren. Nein. Und da möchte ich wieder ein Produkt zu Rate ziehen, um Ihnen das einmal kurz vor Augen zu führen, was ich meine. Können Sie sehen. Erkennen Sie das Produkt? Nivea Creme. Der eine oder andere von Ihnen hat bestimmt schon mal die Welt bereist. Ist irgendjemand hier dabei, der diese Dose in einer anderen Form schon mal gesehen hat, mit einer anderen Schrift, mit einer anderen Farbe? Dann kurz melden. Okay? Andere Form? Nein, Sie wollten nur einmal kurz melden. Okay, verstehe. Er wollte mal melden. Oh. Gut, danke. Nein. Ich sage Ihnen warum. Diese Verpackung hier passt sich nicht dem Regal an, in dem es liegt. Diese Verpackung passt sich nicht dem Land an, in dem es verkauft wird, sondern diese Verpackung ist auf das Versprechen geeicht, dass das Unternehmen über dieses Produkt, was da drin ist, abgibt. Sie erinnern sich an den Anfang. Und das Gleiche gebe ich Ihnen mit. Und vor allen Dingen den Führungskräften, den Unternehmenslenkern hier im Raum. Sorgen Sie bitte dafür. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter daran, dass Sie A, wissen, was in einem, wofür die Marke steht, für die Sie arbeiten. Ich habe das gerade IT, in einem IT-Betrieb gesehen, 45 Mitarbeiter. Ich habe alle geschult, wir hatten 12 Teams insgesamt in den mehreren Tagen, wo die den Markenkern und die Werte des Unternehmens ausgearbeitet haben. Was glauben Sie, wie viele unterschiedliche Ergebnisse wir hatten? Ja, man würde jetzt sagen 13, aber... Letzte war nämlich das Richtige. Nein, es waren in der Tat 12. Es waren 2 verschiedene Ergebnisse. Das ist für die Außenwahrnehmung einer Firma eine Katastrophe. Warum? Weil der Kunde, egal mit welchem Mitarbeiter er spricht, eine andere Wahrnehmung bekommt. Er kommt was anderes präsentiert und er ist verwirrt. Zu Recht. Natürlich, wie gesagt am Anfang, gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber da gehört vor allen Dingen auch die Präsentation dazu. Und deswegen,
sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter, dass Sie als Markenbotschafter auftreten, dass Sie diese Marke übersetzen können in Kleidung. Und wie wichtig das ist, das möchte ich Ihnen ganz kurz an einer Studie zeigen, die ich Ihnen mitgebracht habe. Die ist jetzt 11 Monate alt, die wurde von Henkel letztes Jahr im Dezember veröffentlicht. Und zwar geht die Studie darum, dass die Einflussfaktoren für den Markenerfolg analysiert wurden. Es gibt 3. Und ganz klar, natürlich der massenmediale Auftritt. Dass sie über alle möglichen Kanäle der Kommunikationsmaßnahmen hier penetriert werden, das bringt natürlich den größten Erfolg für eine Marke, weil sie haben diese Marke im Blick. Sie greifen dann auch im Regal dazu, oh, die habe ich schon mal gesehen, und dann gucken wir, ob das Versprechen dann auch eingehalten wird. Was vielleicht im ersten Moment erschreckend, aber logisch ist, wenn man darüber nachdenkt, sind die 5% der Mitarbeiterleistung. Das heißt Mitarbeiterleistung. Nehmen wir mal wieder das Produkt. Und die Autoliebhaber unter Ihnen mögen mir das jetzt bitte verzeihen. Ein Auto. Das Grundbedürfnis für einen Fahrer ist, eine Blechkiste auf 4 Rädern, die uns von A nach B bringt. Alles darüber hinaus hat etwas wieder mit einem Versprechen mit Emotionen zu tun. Aber das ist das Grundbedürfnis, das ist die Grundleistung eines jeden Gefährts. Ob ein Trabi oder ein Lamborghini, ist egal. Und weil Ihnen als Mitarbeiter, und Mitarbeiter sehe ich jetzt nicht als Hierarchiestufe, sondern vom Praktikanten bis zum Vorstandsvorsitzenden, arbeiten Sie alle mit in dem Unternehmen. Ist das bei Ihnen nun mal auch so? Sie haben, wenn Sie geben ein Leistungsversprechen ab, Sie haben eine Leistungsbeschreibung und das ist selbstverständlich, dass Sie das auch so machen. Leider lobt man dafür nicht, aber das ist dann eine andere Sache, da war mein Kollege vorher ein bisschen in dem Thema. Deswegen reißt das Ihren Kunden aber nicht vom Hocker, weil er das erwartet. Was ihn aber überzeugt, was zu einem Drittel dazu beiträgt, dass eine Marke erfolgreich ist und damit gekauft wird, das heißt auch ihre Dienstleistung, ihre Produkte, ist, wie der Mitarbeiter auftritt, und zwar markenkonform. Und das ist der Wittmann mit Haus, mit Haus. Entschuldigung, ich habe nicht so mit Namen, tut mir leid. Ihnen ganz am Anfang gesagt hat, dass Optik ein Teil meiner Arbeit ist. Ich bin spezialisiert darauf, aus Ihnen Botschafter der Marke zu machen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute einen Teil mitgeben konnte, dass Sie mit dem Instrument der Kleidung leichter spielen können, dass Sie Fettnäpfchen vermeiden können und dass Sie auch bei Ihren Mitarbeitern, bei Ihren Kollegen auf eine nette Art und Weise bitte immer höflich, immer wertschätzend, und das ist ein sehr, sehr persönliches Thema, auch mal ansprechen können. Du, ich habe da mal gehört, achte mal darauf. Wenn Sie sich fragen, wie wichtig ist denn mein Job oder meine Funktion oder die meines Mitarbeiters in der Funktion des Markenbotschafters, dann liegt in Ihrer Mappe, ich weiß nicht, ob Sie da schon reingeguckt haben, diese kleine Karte hier. Und auf der Rückseite haben Sie einen Link zu einem Test. Und Sie können mit diesem Test analysieren, wie wichtig Ihr Mitarbeiter in der Außenwirkung für Ihr Unternehmen denn ist. Das ist ganz spannend, was da rauskommt. Absolut unverbindlich, kostenfrei. Machen Sie den mal und werden dann auch ein paar Fragen beantwortet bekommen. Ich bin noch ein bisschen für Sie da. Mein Flieger geht recht früh, von daher nur bis 16 Uhr. Ich freue mich auf Gespräche mit Ihnen. Ich freue mich, Ihnen lachende Gesichter zu sehen, Ihnen einen noch verbleibenden, wunderschönen, erfolgreichen Tag zu wünschen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.